Hey Leute und herzlich willkommen zur Review von La La Land. Aber bevor wir damit beginnen, wünsche ich euch selbstverständlich noch ein frohes neues Jahr und möchte mich an dieser Stelle bei meinen bisherigen Abonnenten bedanken, die auf den Abo-Button geklickt haben und mir treu geblieben sind. Und natürlich auch bei allen anderen Leuten, die sich meine Videos angeschaut haben. Denn ohne euch wäre das Ganze ja eigentlich relativ sinnlos, denn ich möchte euch ja dabei helfen, sich den jeweiligen Film anzugucken oder eben nicht. Aber ich mache das ja auch wirklich sehr gerne für euch. Und falls ihr jetzt den Channel noch nicht abonniert habt, dann macht das am besten schnell. Es entstehen dadurch wirklich keine Kosten und jetzt geht es los mit der Kritik. Im Musicalfilm La La Land geht es um Ryan Gosling, der ein riesiger Jazzliebhaber ist, aber auch irgendwie findet, dass diese Musikrichtung am Aussterben ist und deshalb einen eigenen Club eröffnen möchte. Und dann hätten wir da noch Emma Stone, die ihren Traum von einer großen und glamourösen Schauspielkarriere realisieren möchte. Von der reinen Story her ist La La Land bei weitem nichts Besonderes, weil das hat man natürlich irgendwo schon einmal gesehen, aber es ist für die Filmemacher natürlich sehr schwierig, etwas Neues zu kreieren. Hier ist es also sehr wichtig, dass die Inszenierung passt und bei einem Musical sowieso. Und diese ist den Filmemachern wirklich exzellent gelungen. In vielen Szenen erkennt man sehr viel Liebe zum Detail. Es lohnt sich also auch mal in den Hintergrund zu gucken und nicht nur auf Emma Stone und Ryan Gosling zu achten. Und ebenfalls gut gelungen ist hier auch die Mischung aus alt und neu. Wir haben hier also eine wunderschöne Hommage an das alte Hollywood, aber eben mit schönen neuen Elementen dabei. Auch hat man irgendwie fast den ganzen Film über so eine tolle Feel-Good-Stimmung, was nicht zuletzt an den vielen guten Songs liegt, wovon einige sicherlich Ohrwurm-Charakter haben. In diesem Zusammenhang muss ich leider sagen, dass Ryan Goslings Gesangsleistung im Gegensatz zu Emma Stone und auch einigen Nebendarstellern, die mit Sicherheit eine Gesangsausbildung gehabt haben, total abstinkt. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel Kritik ausüben, weil ich kann ja überhaupt nicht singen. Aber der Typ verdient durch diesen Film so viel Geld, er kriegt so viel Gage und da hätte man sich doch ein bisschen mehr anstrengen können, oder Mr. Gosling? Dafür ist seine restliche Schauspielleistung, wenn er eben nicht singt, aber ziemlich gut und er harmoniert auch sehr toll mit Emma Stone zusammen, die ebenfalls eine sehr gute Schauspielleistung abliefert. Was mir aber mal so überhaupt nicht gefallen hat, sind die Sequenzen, wo es selbst für eine Musical-Verfilmung teilweise wirklich schon übertrieben kitschig wird. Das hat der Film eigentlich gar nicht nötig und bei mir haben diese Szenen auch nicht so wirklich gezündet und deswegen gibt es diesbezüglich auf jeden Fall Punktabzug in meiner Endnote. Nichtsdestotrotz ist La La Land ein wirklich wunderbarer Musicalfilm geworden, der mit toller Schauspielleistung, einer wunderbaren Inszenierung, einem richtig tollen Feel-Good-Gefühl und einfach sehr guten ohrwurmmäßigen Songs punktet. Nur Ryan Gosling hätte meiner Meinung nach gesangstechnisch mehr rausholen müssen und einige übertriebene Kitsch-Sequenzen wären nicht unbedingt nötig gewesen, aber da die positiven Aspekte wirklich so gut sind, gibt es von mir für La La Land sehr gute 9 von 10 Punkten. Wenn ihr also auf gute Musical-Filme steht, dann ist La La Land genau das Richtige für euch. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und meinen Channel abonniert, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!